Moin Moin und willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed Revelations mit mir, The Gentleman. Ja, was haben wir so Spannendes beim letzten Teil erlebt? Wir haben, glaube ich, so die ersten paar Aufgaben für die Assassinen in Konstantinopel erfüllt, haben ein paar Festungen der Assassinen mitverteidigt und haben in dem Trainingslevel vom Animus letztendlich das Ende von Subjekt 16, würde ich behaupten, miterlebt. Ja, und ich bin mal gespannt, was wir noch alles finden, um unseren Geist wieder ausreichend Stabilität und Synchronität zu verschaffen. Ich schalte mal wieder auf das Live-Programm um. Standen Sie sich nah, Desmond und Lucy? Ich meine, näher als Freunde? Tja, sie haben sich hin und wieder so angesehen, aber... Sie mochte ihn, Bill. Das hat sie mir gesagt. Interessant. Mehr nicht. Nur interessant. Ich habe beide oft trainiert, als ich jünger war. Nicht gleichzeitig, natürlich. Sie war eine bemerkenswerte Frau. Und ich finde diese ganze Sache... sehr traurig. Traurig? Du wirst doch nicht langsam weich, Bill. Ja. Wenn ihr mich fragt, weil ich aktuell gerade einen Tee habe, das wäre ein schöner Grüntee mit Pfefferminz aromatisiert. Letztendlich ein Drittel Pfefferminzblätter und zwei Drittel Gunpowder. Claudia. Konstantinopel, die Türken nennen es Istanbul, hat mich wie einen Einheimischen aufgenommen. Die Assassinen hier, angeführt von einem redseligen Kämpfer namens Yusuf Tazim, sind sehr stolz auf ihre Stadt. Sie ist so vielseitig und farbenfroh, wie man es sich nur vorstellen kann. Doch es gibt auch Probleme. Eine Gruppe byzantinischer Templer kämpft immer noch um Einfluss. Und ihre Angriffe haben meine Suche nach den Schlüsseln behindert. Aber sobald ich in der Lage dazu bin, werde ich nach Nikolopoulos früherem Handelsposten und weiteren Hinweisen suchen, die mich näher an die Masyaf-Schlüssel heranbringen. Okay. Wie waren wir? Wir haben gesiegt und unsere Feste zurückerobert. Doch wir haben auch einige Freunde verloren. So viel Tod für einen so geringen Ertrag. Ihr habt doch etwas Erfahrung bei der Rekrutierung neuer Assassinen, oder? Mehr als nur etwas. Die Menschen hier sind diese Templerangriffe leid. Könnt ihr nicht euren Charme einsetzen und neue Rekruten für uns finden? Sie. Aber diese Feste eignet sich nicht mehr für ihre Ausbildung. Nicht so bald. Ein guter Einwand. Sprecht mit meinem Mann in Galata, wenn ihr fertig seid. Er kann euch bei der Ausbildung helfen. Das klingt doch wie ein Plan. Auch hier haben wir inzwischen einiges Spannendes auf der Karte. Pirires oder Pirireis. Diebesaufträge. Diebeshauptquartiere. Warum sind zwei Diebeshauptquartiere direkt nebeneinander? Immer noch gibt es anscheinend... Ah, das sind Templerfesten. Und
Und immer noch gibt es keine brauchbaren Möglichkeiten, günstig den Gesundheitsstatus loszuwerden. Templer-Kenntnisstand. Durch illegale Aktionen werden Templer aufmerksam. Dann sollten wir uns noch mal mit dem Burschen unterhalten. Seid ihr ein mitfühlender Mann, Effendim? Könnt ihr mir helfen? Dass ich Obst gestohlen habe, leugne ich nicht. Aber doch nur, weil mein Hunger größer war als mein Gewissen. Bringt mir den Schlüssel für diese Kette. Und es soll sich zehnfach lohnen. Okay. Wartet hier. Natürlich. Verdrillt's jedes Mal wieder. Also, welche Teile entfernen wir zuerst? Vielleicht diese Froschaugen, ja? Also, die mögen schon mal nicht, wenn ich hier rumschnüffle. Ziemlich gut bewaffnet, nicht wahr? Noch so ein Söldner, denke ich. Runter! Beeilung! Da ist er!
Ja, ist es. Oh. Dann befreien wir doch mal unseren Freund. Wir können doch gleich unser erster Rekrut werden. Das ist eine elegante Art der Fortbildung. Also, fehlen einfach die Worte. Ich schwöre, ich bin auf eurer Seite. Zeit. Ich bin euch im Weg. Was ist eigentlich mit der italienischen Mumie? Ihr beschämt mich, Effendim. Ich kehre zu dem Mann zurück, den ich bestahl, und erweise ihm dieselbe Güte. Denkt darüber nach, euch uns anzuschließen, Amico. Sobald euer Gewissen beruhigt ist. Ein ehrlicher Mann braucht eine ehrliche Arbeit. Es wäre mir eine Ehre. Hab Dank. So, haben wir schon mal einen ersten potenziellen Rekruten. Oben hätten wir einen weiteren Punkt. Dann gucken wir erst mal hier zum Diebesauftrag. Gefühlt ist hier auf jeden Fall der Unterhalt deutlich teurer in Konstantinopel, als wir es in Italien haben. Erwartet alle Bürger, die uns dabei helfen, der Assassinenbruderschaft das Handwerk zu legen. Ach, 100, das geht. Skata, das bringt... Also, was ist denn in den gefahren? Gäbe es doch ein Wort, das mein Erstaunen beschriebe. Bei allen Heiligen, was macht er da? Arkadaşım, was beschäftigt euch? Nun ja, mir geht viel durch den Kopf. Jemand in diesem Bezirk finanziert eine Kampagne, um uns festzunehmen. Wie das? Durch Bestechung der osmanischen Wachen und Verrat unserer Pläne. Wir wollen wirklich keinen Streit mit den Eroberern. Aber wir wollen auch nicht vor ihnen kriechen. Habt ihr eine Ahnung, woher die Bestechungsgelder kommen? Ich hoffe, es heute zu erfahren. Würdet ihr mir helfen? Es würde sich für euch lohnen. Das bekommen wir doch hin. Sie, wie kann ich helfen? Wir wissen, dass die Osmanen heute hoch bestochen wurden. Wir werden das Geld stehlen. Ist das geschafft, wird sicher jemand eine dringende Mitteilung an den Absender des Geldes schicken. Folgt dem Boten, dann bekommen wir unseren Mann. Das bekommen wir doch alles hin. Das ist ungewöhnlich. Das war der Gallo.
hinter einem solchen Mann entkommen? Gut. Verloren. Oh, wo habt ihr das gelernt? Bakshinde, der hält sich für eine Bergziege. Könnte einem solchen Mann entkommen. Nicht der zurückhaltende Typ, wie? Dann kommen wir hier rüber. Geht! Gut, weiter so! Ja! Bleibt hier! Du hast mir den Tag versaut. Jemand sollte euch ein bisschen Respekt beibringen. Denn das könnte sich meine Laune bessern. Sehr zu deinem Anhalt. Leidwesen. Und immer in meinem. Warum bringen sie ihn einfach denn direkt um? Das erklärt auch, wo das Problem ist. Na, das ist aber wirklich mal dreist. Komm, werfen, greifen, springen. Bin fort mit euch. Was habe ich getan? Vergebt mir. Hält euren Sinn für Humor, jedoch nicht. Das so nicht, wie es soll. Da bin ich gerade komplett zu blöd. Drücken Sie, damit Sie Wachen weglocken. Sind dabei. Was für ein Spektakel. Hau ab, du Depp! Wartet. Abwarten. Psst.
Dort ist er! Auf ihn! Warum funktioniert gerade das Weglocken nicht? Liebe einsetzen, Diebe können überall hin folgen. Drücke sie, damit sie nahe Wachen weglocken. Also erstmal anheuern. Schreit dein Mann dazu, sich so... Du hast hier nicht zu schaffen, Hauer! Es geht um Frauen. Nein, ich störe mich doch nicht, ich räuche nicht. In gewisser Weise sind diese Barbaren sogar zivilisierter als die Leute, die bei uns zu Hause das Sagen haben. Die... Eine Minute, bitte. Alles für einen frischen Tropfen. Die Leute hier haben leider keinen Sinn für so etwas. Aber wem sage ich das? Die Karte wird mir hier auch nicht helfen. Das gefällt mir hier, aber ich vermisse die offene See. Ich glaube, ich werde einfach auf dem nächsten Handelsschiff anheuern, das hier vor Anker geht. Einen Moment. Nein, nein, der Profuto ist besser, aber ihr Brescia Ola nicht. Ich kenne den Fleischermeister nicht, aber sein Fleisch ist garantiert minder wert. Findet ihr meine Feste nicht so aus? Es ist, als hätte ein blinder Maler sie wahllos mit Farbe gepinselt. Ich habe den 96er aber etwas schwach gehalten. Sie brauchen einen Feuer und nicht zu bewegen. Also theoretisch müsste ich ja, wenn ich hier unter Steuerung gucke, unter Anpassen. Kopf, Beine, Medizin, versteckte Klinge, Schwert, Fäuste, Waffenrad und so weiter. Assassin rufen, Adlersinn. Pecorino zu salzig, ohne jede Raffinesse. Wenn es um Käse geht, dann ist es über die gute Schlafmilch. Das kann ich nicht. Oh. Okay, aber jetzt weiß ich immerhin, wo der strategische Fehler lag. Manchmal ist man... Hat er den Verstand verloren?
einen Grund für diesen Unfug? Harika! Gewagt! Ein echter Athlet. Ich kann das nicht. Jedenfalls nicht so gut. Was machst du hier? Du solltest doch diese Soldaten im Auge behalten. Vergebt mir, Hallen Bay. Doch das Geld wurde gestohlen. Was? Wie konnten sie es wissen? Ich bin nicht sicher. Wenn unsere Kontakte bei den Osmanen ihr Geld nicht bekommen, wird das unsere guten Beziehungen zu ihnen zerstören. Aber was kann ich tun? Offenbar nichts. Elender Wurm. Jetzt geh mir aus den Augen. Eine Schande, dass ich so viel bezahle und so wenig bekomme. Warum glaube ich, dass ich den kenne? Was steckt hier? Setz ihn nach! Ich hab ihn! Kommt her. Dann schauen wir doch mal, dass wir hier alles Notwendige finden, was sich finden lässt. Wir haben ja schließlich... Seid ihr mit dem Geld entkommen? Evett, mit etwa der Hälfte. Den Rest verteilen wir ans Volk. Dann bleiben sie ehrlich. Aber verwandelt euch bloß nicht in die Schurken, gegen die ihr kämpft. Ein guter Einwand. Dann bleibt doch in der Nähe und haltet uns auf Kurs. Ich melde mich, wenn ich einen Gefallen brauche. Verlasst euch darauf. Okay. Ich war noch nicht fertig mit Plündern. Schön, dass er leuchtet, aber letztendlich keine Änderung ermöglicht oder nicht ermöglicht, dass man mit ihm anstellen kann. Ich glaube, das ist erstmal eine ganz gute Richtung. Dann können wir da hinten mal schauen, ob wir schon mal ein paar
Schatzkarten kaufen. Und das sollte uns die Position von deutlich wertvolleren Schätzen präsentieren. So dass wir dann erstmal ein bisschen was gegen unsere chronisch klamme Kasse tun können. Schöner Laden. Orte, Bombenkodex. Orte. Da haben wir auch nicht so viel Spannendes. Ich habe auch wirklich nichts, wo man mit interagieren kann. Das ist irritierend. Eigentlich im Buchladen. Guck ich doch erstmal zum Aussichtsturm. Was ist denn in dem gefahren? Hier hätte ich es gefragt, was ist denn in den Gefahren? Nehmen wir den Aufweg. Los, hänge dich mal, pass ich hoch.
So, was erblicken denn meine Augen hier? Da hätten wir einen Schwarzmarkthändler. Aber wirklich viel können wir hier, glaube ich, gerade nicht bewegen. Dann will ich mir trotzdem nochmal den Schwarzmarkthändler anschauen, dass wir da Lustiges treiben können. Dach? Nicht wirklich. Dann sehe ich hier eindeutig gerade keinen Schwarzmarkthändler. Er wird sich umbringen. Die Kanalisation ist ja nie ganz verkehrt. Oben arbeiten. Fisch gefangen, Igel! Wir brauchen eine Nachricht! Hey, bist du noch bei Trost? Dir die Wache auf den Hals! Hier in der Nachbarschaft. Gefällt dir das nicht? Dann komm doch und stell dich mir! Falschtaste. Falsch gedacht, Idiot! Ich hoffe, Hitler! Du Niederträchtiger! Das habt ihr verdient, ihr Feiglinge! Warum habe ich eigentlich schon wieder die Hakenklinge. Man nennt mich nicht umsonst den Djinn der Seide. Blau, syrisch Aschfarben, Bernsteinfarben.
eigentlich. Die Färbung ist, glaube ich, aktuell überflüssig. Weil das ist ja nur eine optionale Baustelle. Schatzkarten. Au. Oh. Das ist eine ganze Menge, die schon verfügbar sind. Ich glaube, ich kaufe erstmal davon so viel auf, wie ich gerade kann. Interessant. Wie kann man sich nur zu so etwas herablassen? Du wirst ewig in der Hölle schmoren für deine Sünden. War er denn unfähig, der Gewalt hier zu begegnen? Oh nein, Freundchen. Oh. Dass sie sich nicht einfach mal freundlich zurückziehen. Keine Möglichkeit, zumindest hier oben die Gesundheit zu reduzieren. Das wird spannend. Oh, hin muss man sein. Hier schnell mal langlaufen. Dort hätten wir einen Herold, den wir bestechen können.
Was? Hey, kein Grund überzuschnappen. Wir, die stolzen Bürger von Istanbul, müssen uns mit den Byzantinern verbünden, um diesen... Skata, das könnte... Du kannst mal besser über uns schnacken als gegen uns schnacken. Makshinde, der hält sich für eine Bergziege. An alle Gaukler und Künstler. Bevor ihr gefährliche Dinge in der Öffentlichkeit vorführt, müsst ihr eine Genehmigung des Bezirksrats einholen. Alle, die ohne Erlaubnis Schwerter schlucken oder Feuer stoppen, erwartet eine hohe Geldstrafe. Oh. Den nächsten Händler. Al-Rashis gesammelte Weisheiten der Pharmakologie wird in diesem Werk tiefgründig untersucht. Das sieht doch schon mal alles in allem ganz brauchbar aus. Ja, kann ich alles haben. Auf bald. Die Punkte ablaufen. Etwas Wohltätigkeit. Länder die Qual, die ihr leidet. Was für ein Athlet, Meister. Hat sich doch schon mal gelohnt. Diese verrückten Mörder sind und bleiben verrückte Mörder. Wo sind wir denn Mörder? Wir sind einfach nur arme, sportliche Leute, die hier klettern. Lass mich einfach durch. Ein lukrativ. Und der riesige Vorteil ist, dass Schatzkarten, die bringen uns zumindest erstmal so weit, dass wir durch die Investitionen relativ leicht ein gutes Stück mehr Geld machen können.
da bin ich aktuell so ein bisschen versessen darauf, wie den meisten Teilen, erstmal mir diese anzueignen, weil es einen recht guten Payoff gibt. Die meisten Kampfgeschichten und Co. sind meist nicht ganz so wichtig. Erst im späteren Verlauf machen die dann halt wirklich halbwegs Sinn. Vielen Dank, kommt bald wieder. Doch schon mal ganz passabel aus. Da gehe ich darüber erstmal zu dem Dingsda-Gebäude vorrücken. Zu dem Fraktionsgebäude. Ich habe noch so 2000 Credits, das sollte eigentlich reichen, um das zu renovieren oder zu kaufen. Noch gar nicht oben. Netter Freund. Guten Abend, Herr Händler. Ach doch, der Schneider kann auch gleich gekauft werden. Ist kontinuierliches Einkommen. Lasst euch von meiner Erfahrung mit allerfeinster Seide umhüllen. Denn je mehr Wirtschaftskraft wir haben, umso leichter ist das Ganze für uns. Dass die Jungs auch andauernd hier auch so voll auf Matte liegen. Das ist doch ganz und gar unprofessionell. Gebäude auch betretbar. Anscheinend nicht.
Dabei helfen. Fremde drohen uns mit Waffen. Dass sie andauernd der Meinung sind, dass wir nicht gut für sie sorgen würden. Natürlich macht mir das Spaß. Ja, in ähnlicher Weise plündere ich dann normalerweise hier die jeweiligen Bereiche. Aber gefühlt ist auch der Teil hier schon wieder um Welten runder als Bloodlines. Außer ihr die anfänglichen Startprobleme unter Windows 10. Aber wie gesagt, bei einem Spiel, was noch vor Release von Windows 10 selbst erstellt wurde, ist das ein normales Problem. Da kann immer mal wieder hier und da ein bisschen hakeln. Und da finde ich es unfair, wenn man denn letztendlich den Entwicklern daraus versucht, einen Strick zu drehen. Und bei den meisten Titeln, wie auch hier, gibt es ja Workarounds, die irgendwo propagiert werden. Die neuesten Erkenntnisse der Medizin. Und zum Thema, warum hier versuchen, nach Möglichkeit alles zu plündern. Klassisches DSA-Problem. Dort galt es oft genug, einfach alles einzupacken, was nicht nied- und nagelfest ist. Man weiß nämlich nie, wann man es gebrauchen kann. Und wenn es nicht und nagelfest ist, dann mal gucken, ob man es losgeschlagen bekommt, da es nicht mehr nied- und nagelfest ist. Dann schauen wir erstmal zu unseren Assassinen. Festen Anführer. Einer ihrer Assassinen hat genug Erfahrung gesammelt, um Anführer einer ihrer Festen zu werden. Festen Anführer können zum Rang des Meisterassassinen aufsteigen, nachdem sie einzigartige Missionen ausgeführt haben. Der ausgewählte Assassine wird permanent der jeweiligen Feste zugewiesen. Wählen Sie also sorgfältig. Da hätten wir Assassine István Borzak. Oder wir hätten als Anwärter Sami Oglu Ruben. Spricht wahrscheinlich allesamt komplett falsch aus. Einen kann ich nur auswählen, wahrscheinlich weil der hier Level 10 hat und Sami bei weitem nicht. Und wenn ich mir das angucke, der hat eine versteckte Klinge, der hier hat einen Bogen. Das heißt, wir scheinen auch unterschiedliche Typen an Assassinen zur Verfügung zu haben. Wenn ich mir auf die Kleidung anschaue, ist er hier auf jeden Fall auch deutlich besser gerüstet. Dann schicken wir doch István Borzak als Anführer an die Feste. Dieser Rekrut ist besorgt über einige verdächtige Vorkommnisse in diesem Bezirk. Lassen Sie sich Bericht erstatten.
Mentor, wir haben ein Problem. Sehr viele Assassinen sind in den letzten Monaten verschwunden und ich ahne auch warum. Verschwunden? Meint ihr, sie wurden getötet? Ich fürchte ja. Ich habe keine Zeit, es zu erklären. Versteckt euch im Park westlich von hier und wartet auf meine Ankunft. Dann werdet ihr selbst sehen. Dann verstecken wir uns doch im Park westlich von hier. Park hätte ich das jetzt nicht unbedingt bezeichnet. Dann springen wir doch mal auf ihn drauf. Schärft eure Sinne. Hier droht eine Gefahr, die ich nicht verstehe. Ihr haltet Wache. Ich sehe mich mal um. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Folgt diesem Mann! Nur ein schuldiger Mann rennt so schnell davon! Er ist ganz schön flott unterwegs, der Jungsbund.
Feste drauf! Ja, besser als die Hand. Seid ihr verletzt? Mein Stolz ist verletzt und mein Herz ist schwer. Dieser Mann, sein Name ist Wally, er war einst ein Assassine. Er hat offenbar Talent und eine Rechnung zu begleichen. Evette, bis der Mann gefasst oder getötet wird, kann sich keiner von uns in dieser Stadt sicher fühlen. Und bis ihr richtig geübt seid, werde ich euch nicht in den Kampf gegen einen so tödlichen Gegner entsenden. Konzentrieren wir uns weiter auf die Verbesserung eurer Fähigkeiten. Mediterrane Verteidigung. Bei der mediterranen Verteidigung können Sie Assassinen auf Missionen in Städte in der Mittelmeerregion entsenden. Sie können Templer schaden, indem sie diese Städte von ihrem Einfluss befreien. Wenn eine Stadt der Templer zurückerobert wurde, richten die Assassinen dort eine ständige Vertretung ein. Dadurch werden Optionen freigeschaltet. Bei der Entwicklung der Stadt helfen und florieren, lassen. Die Agenten der Templer werden allerdings versuchen, ihre verlorenen Städte zurückzuerobern und können sogar einen massiven Angriff starten, wenn sie nicht darauf achten, ihren Einfluss auf die Stadt aufrechtzuerhalten. Dann versuchen wir doch mal Bursa. Stopp, der kleine Prinz. Sultan Bayezid III. Und nichtsnutziger Sohn Korkut wurde von den Templern entführt und wird nun in Bursa gefangen gehalten. Entsendet eine Gruppe von Assassinen, um alle Templer zu eliminieren und den Prinz zu retten. Dann schicken wir doch am besten mal unseren frisch rekrutierten Anführer unserer Stadt. István Borzak. Ich könnte ihn noch mal gucken. Hallo. Vielleicht habe ich noch mal eine ausreichend leichte Mission. Ja, er ist befördert worden. Wir haben einen weiteren potenziellen Assassinen. Wir haben ein weiteres Assassinen-Signal verliehen. Hier zum Beispiel auch noch was ausreichend Leichtes für unseren anderen Assassinen hätten. Nee, das ist schon zu kompliziert. Reicht er hierfür aus? Yep. Dann schicken wir auch ihn jetzt auf die Reise, dass er einen Herold besticht. Zum einen bringt das Cash, zum anderen Erfahrung für die Jungs. Ich könnte jetzt noch mal gucken, was die Renovierung des Gebäudes da hinten kosten würde. Hm.
Habe ich euch irgendwas getan, Herr? Oh, Vater, bist du das? Seid nicht schüchtern. Tretet näher. Und 27.000, das ist, glaube ich, leicht mehr, als ich aktuell verfüge. Dann gucken wir doch mal, dass wir hier unten zum einen Aufklärung betreiben, zum anderen unseren Einfluss erhöhen. Während unsere Assassinen sich ein bisschen fortbilden. Dazu, sich so aufzu... Wie wär's damit, dass man ein klein wenig sich umschauen möchte? Dass sie hier überall so faul in der Gegend rumliegen. Du Dieb, kein Respekt vor den Toten. Wenn sie mich angegriffen haben, habe ich auch keinen Respekt vor ihnen. Hier treibt der Teufel sein Unwesen. Es ist nirgends mehr sicher. Geh einfach weiter. Thank you.
Jemand wird verletzt. Soll Männer ja zu den tollsten Dingen anspornen. Schön, dass sie auch nicht interessiert, dass hier irgendjemand ihre Feste ausraubt. Was? Oh, ist die Wache denn unfähig, der Gewalt hier zu begegnen? Du wirst dafür bluten. Aua. Wohin ist der gelaufen? Entkommst du uns? Seid ihr verrückt? Schneller, Brüder! Ein Mörder! Da! Da! Hilfe! Packt ihn! Der Scheiß hat. Der gottverdammte Hauptmann. Also, ein bisschen Höflichkeit hat noch keine Gefahr. Ihre Anwesenheit.
Hier hast du nochmal eine Spende. Welch komische Vorstellung. Aber anscheinend scheint hier noch nicht der Hauptmann zurückgekommen zu sein. Hier gibt es nichts zu sehen. Und drehen Sie einfach um! Zweifelt nicht einen Moment. Warum hält ihn niemand auf? Also, wenn er mich die nicht direkt erobern lässt, dann nehmen wir doch mal so grob Kurs auf die hier. Gucken, ob wir da gerade ein bisschen mehr Glück haben. Dann wären wir schon fast in einem Zustand, wo wir bald sagen können, dass uns das erstmal wieder für heute reicht. Anscheinend gibt es inzwischen auch hier. Okay. Schönen guten Tag. Hier scheint wir. Da unten ist der Befehlshaber.
Sich in dem Alter noch so aufzuführen. Ich schon mal gesehen. Komm her. Herrje, was ist nur passiert? Fürchterlich. Vielleicht sollte ich Hilfe holen. Aber immerhin gibt es hier ein bisschen Ausrüstung. Niemand ist mehr sicher. Als nächstes holen sie mich. Dem Falschen angelegt. Warte, des Sultan. Was ist hier passiert? Wie kannst du nur die Toten schänden? Ja, die haben sich ja auch hier mit mir angelegt. Ah, wie könnt ihr es wagen? Das ist Unrecht. Hier zu erobern. Das wäre natürlich schon mal recht praktisch. Aber leider scheint der Feigling geflohen zu sein. Das ist auch unschön, dass die so nervös sind, die Kommandeure. Es deutlich anstrengender wird, die Kommandeure letztendlich zu beseitigen. Ha. Bleib weg von mir! Da haben wir ihn doch. Bitte verschont mich. Du beraubst die Toten. Tötet mich nicht! Jetzt kann ich aber jedoch den Turm erobern. Das ist schon mal eine feine Sache. Dahinter scheint irgendwo ein frischer Rekrut zu sein.
bisschen alt für einen Gaukler. Die Taschendiebin. Eine Taschendiebin hat sich heute einen Spaß erlaubt. Identifiziert sie und sprechen sie mit ihr. Versucht nicht, alles Geld auf einmal auszugeben. Von welchem Geld sprecht ihr? Signora, ich erkenne einen Taschendieb, wenn ich ihn sehe. Eure Technik ist gut, aber nicht perfekt. Es geht. Bis zum heutigen Tag wurde ich nie erwischt oder verdächtigt. Ich zeige euch ein paar Kniffe. Ich brauche keinen Lehrer, das kann ich beweisen. Gebt mir eine Minute und ich stehle mehr als ihr an einem ganzen Tag. Ben, fangt an. Ich reise ständig zwischen Üskedar und dem Horn hin und her, um die richtigen Zutaten zu finden. Ich will nur das Beste. Auf dem großen Bazar wird man nicht immer fündig. Stinkt das! Ich direkt zur Quelle, falls nicht. Dieser Mann ist ein Landfinger! Nieder mit euch! Nieder mit dir! Ah, elende Tyrannen! Gehen. Vergiss es einfach! Nicht sie weg hier! Hilfe! Macht sie fertig! Verfluchte Geizhälse! Hat denn heute keiner irgendwelche Münzen dabei? Nun, meine Beute war recht gut. Habt ihr euren freien Tag? Bevormundet mich nicht. Ich bin eine gute Diebin. Ihr habt es selbst gesehen. Das stimmt. Und ich wäre erfreut, wenn ihr euch den Assassinen anschließt und euer Talent sinnvoll einsetzt. Das könnte ich tun, ja? Ich kann nicht ewig von den Früchten anderer leben. Und damit haben wir eine neue Taschendiebin. Auch wenn wir, Deine kleine Bruderschaft ist dem Untergang geweiht. Ich will nicht sterben. Shahane. Nun sehen wir, aus welch morschem Holz ihr geschnitzt seid. Interessant. Und da oben haben wir noch einen Rekruten. Haltet ihn auf! Sofort! Ihr seid nicht allein, Arkadashin. Und ihr müsst keine Angst haben. Lasst mich eure Hilfe mit Taten zurückzahlen, Assassine. Wenn ihr mich wollt, schließe ich mich euch an. Dann kommt mit mir.
Und hier ist die nächste Truhe. War das mit falscher Auffassung von Recht? Allen Heiligen, was macht er da? Und jetzt gleich nochmal hier ein paar Läden kaufen. Ich glaube, dann hätten wir es erstmal. Diese wunderbare Untersuchung der sokratischen Dialoge des Platons ist. Exklusive Angebote, lebenslange Pflegepläne, alles untermauert von meinen Jägern. Das sieht doch ganz gut aus. Ihr habt doch garantiert eine Spende für mich. Dann können wir hier schon mal einen mittleren Medizinbeutel kaufen. Mehr Messer. Die Schwertscheide, die ist mir noch ein bisschen zu teuer. Und ein paar Bücher. Die Odyssee von Homer. Eines. Mu'allat. Und wenn das funktioniert, dann könnte es sogar sein, dass man demnächst mal wieder, ähnlich wie in welch anderem Titel, ein bisschen was zu lesen hat. Vielen Dank. Kommt bald wieder. Haben wir aktuell immer noch das Problem, dass wir verdammt nochmal gesucht werden. Und ich habe noch vieles andere. Alles für einen Blick in den Halt! Was ist los mit euch? Hm? Wie aus den Kriegen im Osten. Dann kümmere ich mich nochmal darum, dass wir ein bisschen weniger gesucht werden. Vom blanken Wahn! Hier muss wohl ein Söldner sein. Okay, an dieser Stelle würde ich jetzt erstmal sagen,
Was? Das ist 4 Grad. Und ich wünsche euch alles Gute. Haltet die Ohren steif. Euer Gentle.